Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Tutorial. Und zwar wurde ich darum gebeten, ein Video zu machen, ein Tutorial zu machen, wie das denn mit meinen Hunden hier funktioniert. Denn in meiner Naturwelt habe ich ja auch sowas wie hier, bloß ein bisschen größer, okay. Aber da habe ich auch diese Möglichkeit, dass ich quasi die Hunde nach unten fahren lassen kann und abblenden lassen kann und wieder hochfahren kann. Und ich habe eine Nachricht bekommen, da hat jemand geschrieben, er möchte gerne wissen, wie das funktioniert, denn bei ihm werden die Hunde immer zerquetscht. Und ja, bei mir war das am Anfang auch immer so. Und da habe ich ein bisschen lange rumgetüftelt, aber ich habe es hinbekommen. Und ja, ich gehe natürlich gerne auf die Wünsche ein, wenn es nicht gerade um MW2-Clips geht, weil die scheiße sind und eh keiner sehen will. Und ja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit diesem Projekt hier. So, und jetzt sind wir hier. Ich habe hier schon mal was Kleines vorbereitet, und zwar im Prinzip die Grundkonstellation von dem ganzen System hier quasi. Und ich denke, wir werden das Ganze jetzt einfach nur verkabeln, denn ich meine, so viel ist hier nichts zu beachten. Es sind einfach nur die Pistons. Das wird ja eigentlich noch hoffentlich mal ein bisschen jeder hinbekommen, wo die hin müssen. Denn das ist ja je nachdem, was, wer, wann, wo will. Und ja, ich habe jetzt das Ganze mal jetzt hier eben so klein ein bisschen gemacht, und um das zu veranschaulichen, jeweils 5 Hunde mit einem Lichtspot später dann. Das kann man natürlich dann mit diesem Hebel dann später abschalten, und mit diesem Hebel kann man dann die Hunde verschließen oder eben oben lassen. So, dann würde ich mal sagen, wir beginnen mit der Verkabelung. Wir machen es jetzt einfach mal so und so. Das heißt, damit wir wissen, was für was ist. Blau nehmen wir später dann für die Lichter her. Und ich würde eigentlich sagen, damit können wir eigentlich auch direkt anfangen. Schalten wir schon mal beide Hebel auf an. Und das ist ein ziemlich bescheuerter Bug in der Dingsenswelt. Ich kann zum Teil die Hunde durchs Glas auf- und absitzen, also aufstehen lassen. Und manchmal geht es auch durch mehrere Blöcke durch. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt nicht zu viel, baue, sozusagen, also hinklicke, sagen wir mal so. Okay, das Problem ist, die Piste liegt direkt über den anderen Pisten, das heißt, wir müssen die von oben ansteuern. Und das geht eigentlich am einfachsten, indem wir entweder so eine Redstone Torch hinsetzen oder noch eins weiter und dann quasi die Redstone Torch so hinsetzen, wobei da, wie ich gerade sehe, dann beide aktiviert werden. Also, Redstone Torch so hin, und dann seht ihr schon, hier unten ist dicht. Gut, auf der anderen Seite machen wir das gleiche. Zack, 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 zack. Redstone Torch. Genau, dann können wir das beides hier verbinden. Ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen großflächig, damit man es schöner sehen kann. Denn ich werde die Welt auch zum Download bereitstellen, und dann soll man natürlich ein bisschen Bescheid wissen, wie es geht. 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, ach, verdammt. Machen wir einen Repeat da rein oder gehen wir auf beide? Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir mit einem Repeater durch. Ist ja eigentlich wurscht. Setzen wir hier einen Repeater hin. Wir könnten das Ganze jetzt eigentlich auch so machen, dass wir quasi beide genau gleich ansteuern. Können wir das Ganze, glaube ich, auch so machen, indem wir quasi hier einen Repeater hinsetzen und das dann so machen. Hier das Ganze kappen. So, so machen, so. Genau, dann sind nämlich beide gleich angesteuert. Wir könnten auch das jetzt hier nicht so kompliziert machen, sondern einfach nur so. Ups. Dann haben beide genau ein Delay. Hier kommt dann nochmal ein Repeater hin, damit es auch reicht wirklich. Und dann können wir einfach nur von hier unten, können wir dann, ja, wird schon so gehen. Okay, machen wir es halt doppelt. Dann müssen wir hier hoch. Und dann können wir hier ganz einfach mit dem Redstone-Signal uns nach hier oben bauen. Und jetzt seht ihr schon, alle Pisten sind wieder zurückgezogen. Das heißt, jetzt ist Licht. Jetzt ist kein Licht. Man sieht es bei Tag nicht so gut, aber man erkennt den Unterschied schon. Ich kann mal schauen, Brightness habe ich auf Vollgas. Ja, man sieht den Unterschied schon. Diese Settings 50,
Dabei bleiben wir mal. Jetzt haben wir es wieder. Ich glaube, es wird eh gerade dunkel. Ja, es wird gleich dunkel, aber ja, wenn es jetzt eh gerade dunkel wird, dann bleiben wir noch kurz hier, dann kann man das noch ein bisschen schöner sehen. Oh, da habe ich was Schönes probiert. Ja, seht, es ist schon einiges hier rum. Steht schon einiges hier rum. Das war ja aus dem letzten Video. So, jetzt wird's dunkel, das reicht schon. Man sieht eindeutig einen Unterschied. Es bringt zwar nicht viel, aber es ist einfach nur sozusagen ein bisschen Fun und spaßmäßig. Okay, solange wir noch nicht schlafen können, kann ich euch schon mal erzählen, wie das jetzt hier weitergeht. Ist eigentlich ganz einfach, wir müssen jetzt von diesem Block hier alle anderen Pistons betätigen. Und zwar so, dass die beide nicht zur selben Zeit ein- und nicht zur selben Zeit ausfahren, weil wenn die nämlich oben sind und die zu spät runterfahren, dann kommen die Pistons nach und zerquetschen die Hunde und dann sind sie hinter euch her. Dazu gibt es eigentlich einen simplen und einfachen Trick. Man muss einfach nur diese Line hier mit einem, was weiß ich, wie das Ding heißt, auf alle Fälle funktioniert's, verbinden. Jetzt habe ich mir jetzt hier wieder so einen schwulen Hund angeklickt. Ne, es ist jetzt normal. Okay, vielleicht habe ich gleich wieder doppelt drüber geklickt. Wäre natürlich auch mal schön. Gehen wir ein bisschen schräger hin, damit wir die da nicht gleich wieder erwischen. So, da ist es natürlich so, da müssen wir wieder mit Repeatern ansteuern. Oder mit Torches, aber ich mache es eigentlich immer lieber mit Repeatern. Warum, weiß ich nicht. Ach, komm. Verdammter Bug hier. Sitz, Sitz, Sitz. Also, ich hoffe, dass es jetzt dann in der 1.2 wieder funktioniert. Die 1.2 ist ja heute jetzt schon rausgekommen, aber ich wollte dieses Tutorial gerne noch in der 1.1 machen. Da weiß ich dann nämlich wenigstens noch, dass es funktioniert. So, dann verbinden wir einfach alle Repeater. Auf dieser Seite auch. Genau, dann können wir eigentlich die beiden schon mal zusammenführen. Hier auch wieder mit Redstone. Und hier können wir dann eigentlich später dann quasi im Prinzip mit einem Dingsens vertikales Redstone verlegen Teil. Wie heißt denn das? Vertical Wiring oder so spricht man das, glaube ich, aus. Irgendwie so war das. Dann machen wir das hier so. Genau. Und jetzt sind alle eingefahren, das ist gut. Denn jetzt kommen wir nämlich hierzu, zu den unteren Pisten. Sie wollen ja auch nach oben getransportiert werden. Und hier geht es eigentlich genauso. Ich mache jetzt hier extra mal alles mit guter Wolle. Damit man einfach bis da einen Überblick hat. So und so und so und so und so. Da kommt wieder Sandstein rein. Repeater, 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 Repeater. Alle auf 1 oder wenn man halt hier 1 auf 2 macht, dann muss man halt alle anderen auch auf 2 machen, auch die oberen. So, und wenn wir jetzt das zum Beispiel schon mal powern, dann können wir schon schön sehen, dass sie jetzt alle oben sind. Man kann auch das Ganze nochmal mit dem Licht machen. Das funktioniert nach wie vor. Gut. Dann müssen wir das jetzt zusammenführen. Und das geht eigentlich am einfachsten, indem man eben in der Nähe, wo die beiden zusammenkommen, so ein Teil eben einbaut, wo ich vorher gesagt habe. Und das geht folgendermaßen. Man baut sich im Prinzip so eine Kuhle. Ich mache das alles jetzt auch mal nochmal mit roter Wolle. Da einen hin, da einen hin, da einen hin, da einen hin. Da eigentlich nicht, aber da. So, so und so. Den kann man im Prinzip eigentlich lassen. Aber ich baue ihn immer raus, weil es einfach geht. Dann kommt ein Repeater hier hin auf maximal. Ein Repeater dahin auf maximal. Ein Repeater dahin auf maximal. Ich setze auch hier immer noch jeweils die Torches. Hier vorne sind sie, glaube ich, notwendig. Und hier kann man einen Repeater auf ganz normal lassen. Und hier kommt dann das Signal von unserem Hebel. Das können wir schon mal hier runterführen. Er ist bereits auf 1. Da müssen wir das jetzt natürlich so machen, dass uns das hier nicht in die Quere kommt. Müssen wir einmal durch einen Repeater gehen.
Und mit dem Repeater, der setzt dann. Geht das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Nee, geht nicht. Okay, dann müssen wir. Wie müssen wir denn da vergehen? Ah ja, wir müssen da nach unten. Das heißt, wir brauchen auf der anderen Seite den Repeater. Wir gehen nämlich hier so runter. Und damit sich das jetzt hier nicht verbindet, setzen wir einfach hier einen Repeater hin. Das ändert ja nichts daran, an der Beleuchtung. Und hier setzen wir auch einen. Setzen wir einfach einen zweiten Repeater. Dann geht's da auch. Oder man kann auch das Signal hier rumleiten mit einer Redstone-Torch nochmal, oder. Aber es ist im Prinzip egal. Hauptsache, sie berühren sich quasi nicht. Wobei man könnte es natürlich auch verbinden, aber dann ist es halt entweder so, dass wenn sie unten sind, das Licht an ist und dann sind es sowieso zu, oder wenn sie oben sind, dann ist automatisch Licht an. Ich habe sie mit einem Leitsensor verbunden und deshalb habe ich sowieso nur einen Hebel. Und ja, von dem her ist es bei mir ein bisschen anders, aber den Leitsensor, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ja. So viel Information. So, dann seht ihr jetzt schon, zuerst ist diese Torch ausgegangen, beziehungsweise so rum. Und ihr seht, zuerst ist die angegangen jetzt und die ausgegangen, die angegangen und jetzt genau andersrum. Und das ist eben im Prinzip der springende Punkt. Denn jetzt möchten wir, dass zuerst die Dinger hier runtergehen. Beziehungsweise sie müssen erstmal hoch sein, oben sein. Wobei, das können wir dann, glaube ich, noch einstellen. Und dann wollen wir erst, dass ja, das verzögert ist, wie auch immer. Also die Dinger wieder einfahren oder ausfahren. Jetzt müssen wir noch zählen, wie viel Delay wir hier haben. Eins, zwei, drei, ja, das dürfte reichen. Das heißt, wir haben ein Delay, zwei Delays. Das heißt, wir brauchen hier auch zwei Ticks. Dann gehen wir wieder hoch. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir jetzt den Hebel betätigen würden, würden die hochkommen und zur gleichen Zeit auch noch dann die Wand hinten rausschießen. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen das ganze Signal hier umkehren. Und das können wir eigentlich ganz einfach machen. Wir machen hier doch wieder plus 1. Und gehen dann hier auf eine andere Torch. Das heißt, wir machen das Ganze so. Den Boden hier auch nochmal schön machen. So. Und den Boden machen wir auch nochmal schön. Mit roter Wolle, versteht sich. So, jetzt haben wir hier einen Tick und hier einen Tick. Und jetzt müsste eigentlich, wenn ich nichts vergessen habe, genau, jetzt ist es zu. Und wenn wir jetzt die rote Line betätigen, geht zuerst die Rückwand wieder zurück und die Hunde kommen hoch. Und wenn wir jetzt wieder betätigen, dürfte es genau andersrum wieder passieren. Genau. Wunderbar. Licht an. Licht aus. Runter. Man kann hier auch hören, dass Licht an und ausgeht. Das heißt, es ist beides verschieden betätigbar. Und ja, das ist eigentlich schon das ganze System von dem System hier. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses kleine Tutorial, wie gesagt, ich wurde ja darum gebeten, eins zu machen. Die Welt wird unten in der Videobeschreibung als Download verfügbar sein. Könnt ihr euch auch mal den ganzen anderen Scheiß hier anschauen, den ich hier so ab und zu mal fabriziere. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Hodenkrebscreme sagt Tschaußen. Servus.